Schnippidi-Schnapp und hallo Rio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play NBA 2K13 mit mir, den Nefkara. Wir haben das letzte Spiel gewonnen, haben damit unsere Bilanz ausgeglichen und ich will auch direkt reingehen. Aber eigentlich würde ich jetzt gerne... Oh, die Boss... Ja, will ich gegen die wirklich spielen, weißt du, so... Puh, die könnten uns auch derbe verkloppen. Zur Talentsichtung. Ich will den ja haben. Was hier, da war doch noch hier so einer Pointing Guard, Shooting Guard. Der war defensiv ziemlich gut, aber hier sind ein paar bessere Leute. Hier den zum Beispiel finde ich ziemlich gut. Und Gesamt A, den finde ich auch, ja, der ist ein bisschen klein. Der hier ist 2 Meter groß. Den finde ich auch ziemlich gut. Da könnten wir noch und so hinpacken. Der juckt mich dann nämlich schon. Talentanzeige anzeigen. Draftprognose beste 5. Lotterie, zweite Runde. Irvin und irgendwelche anderen Typen. Ja. Müssen wir eigentlich mal schauen. Wie gesagt, das Spiel gegen Brooklyn würde ich eigentlich ungern spielen. Aber vielleicht können wir ja das Spiel gewinnen. Und boah, ich würde das eigentlich ungern selber spielen. Die sind momentan aus dem Rhythmus. Wir könnten durch eine Simulierung das eigentlich gewinnen. Könnten aber auch heftig auf die Fresse kriegen. Eigentlich interessiert mich mehr das Spiel hier hinten. Ich werde das jetzt einfach simulieren. Und wir haben das sogar wirklich gewonnen. Sehr schön. Tagesansicht. Schauen wir doch mal rein. Nefkara, 12 Punkte, 2 Rebounds, 1 Assist. Scholar, 10 Punkte, 2 Rebounds, 1 Assist. Williams, 6 Punkte. Turner, Afro. Kedesh hat gespielt. Martin, Gordon. Ja. Genauso hatte ich mir das vorgestellt. Und das war's auch schon. Nein, Spaß natürlich nicht. Der wohl. Blaze immer unzufriedener in Düsseldorf. Schlechte Stimmung zwischen Baron und Conquerors. Wir schauen mal direkt nach. Das ist ja das, was ich momentan meine. Kara und Conquerors weiter an der Tabellenspitze nach Sieg gegen Celtics. Weiter an Tabellenspitze? What the fuck? Habe ich da irgendwas verpasst? Das sind doch nicht Tabellenspitze. Ich meine, wir sind jetzt ein bisschen nach oben gegangen. Sagt die Conference. Eastern Conference. Wir sind gar nicht mehr so schlecht. Wir sind gar nicht mehr so schlecht. Deswegen direkt mal speichern und dann... Ich will halt das Spiel gegen Brooklyn spielen. Wenn dann beiden Gegner... Ja, hier. Die haben halt eine gute Bilanz. Die müssten uns eigentlich auseinandernehmen, Spiel simulieren. Oder auch nicht. Oder wir reißen da einfach auch einen Sieg rein. What the fuck? Team ohne mich tausendmal besser. Sagt ihr. Und jetzt kommt... Aber das wäre doch so ein spannendes Spiel gewesen. Ja, aber da ist nicht... Alter. Turner, Arenas, Williams, Scholard, Phoebe, Yoshi Story, Oden, Martin, Flynn hat ein bisschen gepunktet, gespielt, Kedesh hat gespielt und nichts gerissen. 50 zu 9 zum Alter. Meinst du, ohne mich strahlen die so eine Art Dominanz aus, oder was? Auf einmal so, Dominanz-Basketball wird hier gespielt von den Conquerors. Dreht bei richtig auf, Sieg gegen die Spurs auf Kara Conquerors. Ja, keine Ahnung, richtig gut. Aber gegen Brooklyn wollte ich jetzt schon selber spielen. Alter, letzten 7 zu 3, das spielen wir. Das ist gegen die New York Nets. Das wird interessant für uns. Hammergeil. Zweimal simulieren, zweimal gewinnen. So muss das. Scholar. Oh, in der Offensive. Entweder sind wir da noch schlechter. Ich glaube, das ist so eine Art noch schlechter. Aber wir gehen direkt rein. 2K Sports. Genau. Richtig synchron das Ganze. Joe Johnson. 9,1 Punkte, Rebounds und Scholar. So, und da sieht man Rihanna.
könnte zumindest mir vorstellen, dass Rihanna als Jay-Z, toll. Und unsere Spieler, wir spielen übrigens zu Hause, ja, Scholar, Dunking, Nice. Also durch Simulieren zwei Spiele gegen die richtig, richtig Guten gewonnen. Ob wir Alley-Oops spielen können, wage ich zu bezweifeln, zu Recht. Ich hoffe auf ein gutes Spiel von Scholar. Weil ein bisschen simulieren werde ich halt, weil ich sonst auch echt, da sieht man Scholar. Und so müssten wir auch echt 84 Spiele spielen. Vier Siege in Folge, hat mein Team quasi eingebaut, Kara am Tanzen und da sind die Fans. Wir haben die letzten Spiele, naja, wir haben halt 8-6 gespielt insgesamt jetzt. Interessant für uns, ein bisschen näher das Mikro an mich ran, muss ich nicht so laut quatschen. Ich spiele ja eh mit Controller. So. Kiddish. Wie immer auf der Bank zu finden. Scholar, Evil Afro, Nefkara. Loose-Balls sind seine Spezialität. Blockiert die Passwege und nimmt Offensivholz auf. Wie kein zweiter. Uncool. Also auf Wallace aufpassen. Ja, New York ist bei uns zu Hause. Wir haben ja einen theoretischen Lauf, Alter, mir jucken so die Finger, ne? Vor diesem Basketballspiel. Nice. Evil Afro direkt hochgegangen. Schön. Das wäre es auch jetzt gewesen im Lauf. War ein bisschen überhastet von mir, der Angriff. Das hat er richtig gut gemacht, aber der geht nicht rein. Thunder. Scholar. Scholar drin. Kennen wir ja inzwischen von ihm. Ist ja ein guter Spieler. Defense. Defense. Nope, aber den kriegt er halt locker. Und dann macht er den auch rein. Schade. War eigentlich eine Situation. Ah, ein bisschen laufen. Ein bisschen auf Yoshi spielen und reinmachen. Ach ja, mit Nefkara hier hinten ein bisschen stehen. Der sieht gut aus, aber Evil Afro passt halt auf. Wow! Der war echt knapp am Anfang, aber am Ende trotzdem schön reingemacht. 7-2. Der war schön gespielt. Der war schön gespielt. Schade. Aber wir lassen uns davon gerade nicht die Stimmung kaputt machen. Ganz im Gegenteil. Und Sprung angesetzt und gemacht. Ja, das ist er auch. Scholar ist auch ein Spieler für sowas. Leider hat der Junge ein kleines bisschen wenig Ausdauer, was ich echt uncool finde. 9-4 dank einem Dreier von Nefkara. Schönes Spiel bis hierhin. Defensiv, oh ja, da haben wir einmal einen Rebound genutzt. Den wieder nicht, aber den. Nee, den auch nicht, aber... Scholar. Scholar und drin. 71%, das tut richtig, richtig gut. Aber Netz auch momentan außer Form, glaube ich. Wobei die letzten zwei Spiele waren die ja nicht so schlecht. Bin momentan relativ zufrieden. Vielleicht hat das Simulieren auch echt... Wow, da habe ich den allein gelassen. Der muss sitzen. Ja. Nachvollziehbare Sache, das Ganze. Ich habe den halt total allein gelassen. Left in the first quarter. He kicks it to Scholar.
Angetäuscht, geblockt. Der geht nicht. Evil Afro. Nefkara und als Dreier drin. Sehr schön. Sehr schön, Skola. Da kommt Martin rein. Der kann übrigens auch nach innen ziehen. Habe ich zu selten mit dem gemacht, aber das kann er auch. Ein gutes erstes Viertel von uns. Finde ich richtig, richtig, richtig nice. Wallace ist halt jemand, der sehr, sehr stark spielt, aber der von mir abgefangen werden kann. Aus der Drehung gar nicht übel, der Junge. Gar nicht übel. Martin. Nee, der war nicht gut. Das war zu früh geworfen. Uns wäre es besser gewesen. Das ist schade. Wallace ist halt richtig, richtig gut. Oh. Habe ich ihn halt laufen lassen. Ja, der macht da rein. Das war blöde Sache von mir. Das war schön. Aber Yoshi wurde auch hammerderbe alleine gelassen gerade. Da passiert sowas dann schon mal. Wir haben eine gute Quote momentan. Stehen in der Mitte, das ist wichtig. Der wirft raus. Nee, den macht er rein. Und er ist drin. Hammergeil. Hammergeil. Den macht er sogar echt rein. Den macht er sogar echt rein. 7 Punkte Vorsprung. Schön gemacht, Yoshi. Schön gemacht. Das hat er richtig, richtig gut gemacht. Angenehm von unserer Seite an dieser Stelle. Anthony. Das sieht doch... Ja, wollte gerade sagen, nach den Knicks aus. Oh, Miami Heat. Böses Spiel. Oh. Heat ist richtig, richtig gut. Oh, hat der viele Punkte pro Spiel gemacht. Also wir müssen vielleicht mal wechseln. Oh, die sind alle so gut gerade. Hm, da will man nicht wechseln. Können gleich nochmal Skola reinholen. Martin hat aber noch Ausdauer. Was sagt Skola? Ja, komm. Da bleibt noch was drin. Ja, wir haben momentan echt ein gutes Spiel hier. Vor allem Yoshis Dreier am Ende war richtig angenehm nochmal. Jetzt sind wir 7 Punkte weggegangen. Gut mit dem Ellbogen abgeblockt. Terrence Williams. Kommt halt. Und der Ball ins Aus. Muaha. Auf Yoshi und der macht den gut. Aber der macht den nicht rein, der Ball ist ihm aus. Schade drum. Ich hätte lieber den Zweier-Enden versuchen sollen. Aber das war so verlockend, kennt ihr? So, oh, der steht da so schön frei. Die Dreier verhindern. Und selber punkten, die Devise. Schade, dass ich das... Schade, dass ich das so nicht genutzt habe. Ja. Da kann er ziehen nach innen. Macht den aber nicht. Oh, der war schlecht. Ganz allein stehen, den so nicht zu machen, das ist böse. Dann musste ich versuchen, weil da war so viel Platz.
Williams against Williams und abgeblockt. Und er ist drin, danke. Endlich mal ein Korb hier. Ich wollte gerade sagen, endlich mal ein Punkt hier. Den hier insgesamt... Oh, da steht er alleine. Ja. Ja. And he was camped in the lane there, and he gets the 3-second call. Moment now to see how the schedule is looking for Brooklyn. When this game is done, they'll be off to Miami to take on... 3 Sekunden Überschreitung. Verdammt, jetzt habe ich wegen der Tür nicht drauf geachtet. Andauernd geht die Tür bei sowas auf. Jerry Stackhouse is checking for Joe Wallace. Lance Bogans in for Marshawn Brooks. And there's the feed to Martin. Das war schlecht. Aber das hat er bekommen. Angetäuscht. Martin drin. Schön gemacht. Ja. Good job. Good job. Der will bestimmt blocken. Es ist aber verhindert worden. Oh, ganz viel Platz. Aber auch der wird nicht genutzt. Oh, der war böse. Damit sind 12 Punkte weg. Von 7 auf 12. Wir haben nochmal 5 gut gemacht. Können jetzt mal ein bisschen rumswitchen. Williams. Und hier dann Turner. Und dann hier Scola und hier Oden. Und dann haben wir halt das ganze Team mal kurz ausgeswitcht. Ausdauerschonung und so. Turner jetzt drin. Als Shooting Forward. Hier ist Watson. He's covered by Arenas. Ach ja, man kann auch gerne ab und zu mal länger den Ball halten. Oh, das war ein Dreier. Das sind wieder 9 Punkte. Bisschen viel Ausdauer gerade geschossen. Oh ja, Scola. Der war schlecht von Arenas. Schwitz. Boah, das schlecht. Arenas. Schwaches Spiel. Also das von Arenas war hier schwach. Und der Dreier ist drin. Arenas schwach. Ja, wenn du Arenas hast, der da hinten überhaupt nichts macht, dann ist das natürlich richtig schlecht. Ne. Boah, das ist echt schlecht. Das ist echt schlecht. Die momentan drin sind einfach kacke. Vor allem Arenas kann hier überhaupt nichts. Also da habe ich eigentlich die Punkte jetzt verschenkt. Das war ein Riesenfehler. Mit Turner habe ich gerade Punkte en masse verschenkt. Ernsthaft, die habe ich verschenkt. Die habe ich verschenkt. Die Riesenvorsprung, den habe ich verschenkt. Weil ich nur Idioten eingewechselt habe.
seem like they got something out of every possession down the floor. And Steve, the few times they did come up empty, it didn't really carry over. They never lost their momentum. And a new group out there on the floor for the Knicks. Boah, das ist schlecht. Nicht so gut, aber dementsprechend gehen wir entweder mit 4 Punkten oder mit 3. Ich glaube mit 4 Punkten raus. Ja. Schade. Das war schlecht von uns am Ende. Wir haben die 8 Punkte gemacht, wir gar keine. Ich hätte nicht diese ganzen Idioten reinholen dürfen, weil wir haben ein richtig gutes Stammelf, aber eine richtig beschissene Bank. It's a lively Friday evening here at 2K Sports. Hopefully you're having a great time watching a little basketball tonight. At the midway point, the home team is playing very well. Their offense has been really something to watch. High efficiency. They're putting the buckets together. Certainly an impressive start by Thunder. His scoring has been on the rise, his game improving by leaps and bounds. Ja, der war echt wirklich gut. The Brooklyn Nets. Looking to get back on the right track while the season's still young. We'll see if they can tack on a win here tonight. There's been some great moments from Marshawn Brooks in this one. He has 6 points and has been very efficient, converting his shots into points with a nice field goal percentage. Puh, ich fand den eigentlich sehr anstrengend. Also das zweite Viertel war richtig schlecht von uns, leider. Keine Rebounds mehr geholt und selber keine Punkte mehr gemacht. Das war schon echt schlecht. Vor allem Arenas zweimal, dreimal durch und dann macht er die einfach nicht. Der macht die dann einfach nicht. Also Arenas, ein Spieler, den ich momentan nicht gerne einwechselt.